Naja, mein Vater hat mir von klein auf, wie ich 4 Jahre alt war, immer Motocross hingestellt. Ja? Also mein Vater war immer leidenschaftlicher Motocross-Fahrer und Motorradfahrer generell bis heute noch. Und es war halt nie so, dass wir jetzt irgendwie eine Rennsportfamilie gewesen wären, weil der Vater war nur Hobbyfahrer. Aber er hat mir eben, wie soll ich sagen, das Werkzeug in die Hand gegeben, damit ich das machen kann. Und das Schöne war, ich habe halt eine Leidenschaft aufgerissen, wenn die Sommerferien waren und ich war halt 10 Jahre alt, bin ich halt ums Haus gefahren, bis er Kinetten war. Ja. Wir sind ums Haus gefahren, wirklich, die Mutter hat schon gesagt, oh, der ganze Rasen ist hin, und wir sind halt immer gefahren. Ja. Aber es war halt cool, wir sind im Wienerwald aufgewachsen, eigentlich am Pfalzberg, im Pressbaum, und da war halt nur Wald und Wiese und bis heute Schotterweg eigentlich, weil die Bundesforst nicht asphaltieren will. Also wir haben wirklich im Wald, sind wir aufgewachsen, Wald und Wiese, und das war natürlich cool, weil wir haben da uns sehr viel Technik, ich und mein Bruder, aneignen können, über das Motorradfahren in der Wiese und am Wald, ja.